Herzlich willkommen auf Aktienlust TV, ja jetzt am Sonntag. Ja, ich möchte noch mal nachlegen auf unser Video von gestern, ja, zu Amazon, zu Apple, zu unserem Angebot unseres neuen Optionsscheinpaketes, weil das ist etwas, wovon Mick und ich wirklich selbst richtig überzeugt sind. Es sind die besten Unternehmen, es sind unsere Lieblinge, auf die wir jetzt long gehen, auf die Reise, auf die wir Sie mitnehmen wollen, also natürlich die spekulativ bereiten Anleger unter Ihnen, ja, die sich auch mit Optionsscheinderivaten auskennen. Das ist ganz klar. Das sind keine Aktien, das sind Spekulationen, die wir aber vom Kauf bis zum Verkauf aktiv begleiten werden. Das ist ja unser Angebot an alle, die sich jetzt hier auf Aktienlust mit diesem Thema beschäftigen. Und ein Kunde, der unser erstes Optionsscheinpaket auch gekauft hat, der hat sich gleich gemeldet und der hat gleich schon wieder das neue Paket bestellt und hat sich dafür bedankt, was wir da machen. Und er hat ja uns sein erstes Optionsscheinpaket nochmal hier gesendet und wir haben auch die Erlaubnis eingeholt, dass wir das mal hier zeigen können. Und das ist natürlich wirklich sehr, sehr stark gelaufen. Allein der Optionsschein auf Daimler liegt aktuell in seinem Depot 1400% vorn und die anderen beiden Pakete, Papiere, Telekom 376%, BASF 303% und selbst die beiden Schlusslichter E.ON und Fresenius mit 47 und 16% liegen schön vorn. Und da ist ja auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ja, insgesamt 429% die Performance dieses Paketes und da hat er sich herzlich bedankt und gleich das neue Paket auch mitgeordert. Und auch ich werde diesmal tätig, auch ich werde in dieses Paket investieren. Ich werde die 10 Scheine persönlich kaufen. Das werde ich dann auch hier mal dokumentieren bei Gelegenheit. Aber wie es sich gehört im Journalismus, im Börsenjournalismus, etwas Zeit verzögert. Das heißt, nachdem wir die Empfehlungen ausgesprochen haben, nachdem Sie kaufen konnten, werde ich ein paar Tage später die 10 Scheine kaufen. Und ich werde sie auch länger halten als Sie. Denn wie gesagt, wir begleiten dieses Paket möglicherweise bis weit ins kommende Jahr hinein mit monatlichen Updates. Ja, unsere Derivate-Spezialisten stehen auch in wöchentlichen Redaktionssprechstunden zur Verfügung, wo man mal telefonisch sich melden kann und das ein oder andere technisch abfragen kann. Aber monatlich gibt es von uns dann ein PDF, in dem wir Ihnen dann mitteilen, gibt es Handlungsbedarf, ja, nein, das werden wir begleiten. Und dann auch natürlich werden wir irgendwann sagen, jetzt stellen wir die Position glatt. Dann sind wir, bin ich persönlich dann immer noch drin, weil ich werde nachgelagert dann verkaufen. So geziemt es sich im Journalismus, das macht unsere interne Compliance einfach, schreibt uns das eben auch vor. Und deswegen bin ich dabei, ich bin mit an Bord, ich freue mich auf dieses kleine Abenteuer, was wir da gemeinsam tun werden. Natürlich, Derivate sind immer ein gewisses Abenteuer, weil wir natürlich nicht wissen, was in dem nächsten Jahr irgendwie vielleicht dazwischen kommt. Das muss man immer einkalkulieren im Derivatebereich. Aber per se, und das haben wir gestern in unserem Video ausführlich dargelegt, sind wir sehr, sehr zuversichtlich, dass gerade diese Aktien, unsere Favoriten, wirklich vor einem neuen Schwung stehen. Die haben jetzt ein Jahr lang zum Teil gar nichts gemacht und jetzt stehen die unmittelbar vor dem Ausbruch nach oben. Und das sind bei diesen Papieren eben schnell bei 40-50% möglich bei den Aktien. Und mit unseren Optionsscheinen und Derivaten hebeln wir das Ganze um das 3- bis 4-fache. Wirklich bitte mit kleinem Geld. Ich persönlich werde 5.000 Euro investieren, 500 Euro in jeden Schein. Das kündige ich schon mal an. Und damit signalisiere ich eben auch, dass man jetzt nicht mit der vollen Bazooka daran soll. Es ist ein spekulatives Segment und deswegen mit für jeden persönlich überschaubaren Beträgen das machen. Und darum geht es. Also, wenn Sie dabei sein wollen, unter dem Video nochmal gibt es den Link zum Bestellen dieses Optionsscheinpaketes von Mick und mir, unsere 10 Optionsscheinfavoriten auf unsere 10 persönlichen Aktienfavoriten, denn darum geht es uns heute. In diesem Sinne viel Erfolg und viel Glück und ich freue mich, wenn Sie dabei sind, Ihr Jürgen Schmidt.